Capcom und die Re-Engine. Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen. Okay, aber das ist auch gut so, denn der Mauszeiger geht hinter dieser Einblendung vorbei. Okay. Ich habe wieder die Einstellung getätigt, die getätigt werden müssen. Auf jeden Fall habe ich mal kurz reingeschnuppert. Mann, ist das eine Hackfresse. Ich weiß nicht, wer das ist, aber er ist bestimmt nicht so nett. Diese Vorurteile immer, oder? Ich habe zwar gerade eben mal kurz reingeschnuppert. Und da gab es wieder eine Einblendung mit hier, kauft ihr doch das Spiel jetzt und hier schaut ihr noch das an. Und deswegen wieder Steam offline geschaltet, deswegen auch diese Anzeige mit keiner Verbindung. Aber was noch fehlt, erst einmal hallo allerseits und willkommen bei der Demo von Resident Evil 3. Es wird erst meine zweite Resi-Stunde sein in meinem Leben. Das schon mal vorab. Nach der Demo von Teil 2 in der letzten Woche folgt jetzt die Demo von Teil 3. Das Spiel soll auch, glaube ich, im April rauskommen. Das Fertige. Wie sieht's denn mit der Grafik aus? Aufgrund von hoher Grafikspeichernutzung wird diese rot angezeigt. Es können erhebliche Fehler auftreten. So wie in der Demo von Teil 2, ne? Aber schaut mal. Hier wird schon mehr angezeigt. Die GTX 1080 Ti, die hat 11 GB. Und die Endung ist die gleiche. Also .84, ich glaube bei der Demo von Teil 2 waren es 2.84. Aber immerhin sind es jetzt schon 8 GB mehr. Und angeblich soll dieses Spiel auch fast 14 GB Videospeicher verbrauchen. Halte ich für Quatsch. Es ist zwar alles auf Anschlag gestellt, aber die erheblichen Fehler haben wir auch in der letzten Demo nicht gemerkt. Na gut. Wie gesagt, ist erst meine 2D-Resi-Stunde überhaupt und vielleicht wird es ja sogar die dritte werden, je nachdem wie lang die Demo geht. Wir fangen einfach mal an. Das endgültige Spiel kann sich von dieser Demo unterscheiden. Sie können Ihr Spiel in dieser Demo weder speichern noch laden. Die neue Plage breitet sich erschreckend schnell, schnell, Stichwort. Hey Captain, diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihrer. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Der denkt auch, er wäre der Obercoolste, oder? Scheiße, Captain. Er mit seinem Supercop. Ich bin also Jill Valentine. Ist jetzt so eine coole Frisur. Ach hier, das Highspray, was wir auch schon in der Demo von Teil 2 gefunden haben.
Das Spiel sieht so gut aus. Ich weiß gar nicht, wie das Original von Teil 2 aussah, aber das wird kein... Es wird ein Vergleich sein, aber kein fairer. Überhaupt kein fairer. Das sieht so cool aus. So gut gemacht. Party, Party, Party. Oh, oh. Das ist ja heute, also für euch heute, für mich übermorgen. Kommt es wirklich am 3. raus? Ich nehme es mal stark an. Ach, dann... Der sich für ganz cool hält, der ist dann also der zweite Spielkamerad. In Teil 2 spielt man ja den Leon S. Kennedy und die Claire... Wie ist sie? Redfield. Und wir spielen jetzt hier Jill Valentine und das war der Carlos, der sich für ganz cool hält. Kann man hier unten noch groß was einsammeln? Ich gehe mal in die andere Ecke gucken, vielleicht gibt es da noch was zum Einsammeln. Moment. Hier konnte man doch auch raus. Ah, hier gibt's was zum Einsammeln. Pistolenmunition. 10 Stück. Und eine Akte. UBCS Munitionshandbuch. Ich nehme mal an, dass man es Englisch ausspricht. UBCS Handbuch zur Munitionsherstellung. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni sonstlich wie ein feuchter Furz. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombination ins Hirn. Pistolenmunition, zweimal Schießpulver. Flintenmunition, Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver. Magnummunition, zweimal hochwertiges Schießpulver. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Gebt diesen untoten Drecksäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. Okay, das mit zweimal normaler Schießpulver bekomme ich hin. Viel mehr, denke ich mal, werden wir eh nicht bekommen in der Demo von Teil 2. Da gab es zwar eine Schrotflinte, aber nicht so viel Munition. Ist das... Ich frage mich gerade, ob dieses Spiel als Original 1998 rauskam. Ich meine auf jeden Fall im letzten Jahrtausend, aber ob es genau das Datum ist, weiß nicht. Wenn da vorne schon ein Ankündigungsplakat hier. Oh, anderes Bild. Das ist auch der Fatzke von vorne, der über den beiden war und der auch im Hauptbildschirm ist. Das ist bestimmt der Oberbösewicht. Könnte ja sein. Wenn das hier andere Anspielungen sind, dann kann ich nichts dazu sagen. Welches Datum? 24. bis 25. 30. Gleicher Monat, gleiches Jahr. Hier geht's hoch. Wenn das eine U-Bahn ist, geht das da hinten genauso hoch wie hier? Treffen die beiden Aufgänge sich? Ich gehe jetzt erstmal nach hinten, weil das ist jetzt, glaube ich, der offensichtlichere Weg. Vielleicht finden wir hinten auch nochmal was, wenn ich nochmal genauer nachgucke. Vielleicht können wir in den Waggon hinten noch rein. Was war das? Können wir abkoppeln? Ne, das waren bloß die Lichter. Naja, es ist komplett zu, das Ding ist auch nicht beleuchtet. Kann man hier runter? Nee. Ach, hier ist so. Hm, toll. Okay, dann doch zu dem offensichtlichen. M&Ms. Haha. Aber etwas anders. Das ist ja cool gemacht. 22 Schuss. Wir können doch 15, genau. 15 im Magazin haben. Mal gucken, wie viele Schüsse die fressen. Die Untoten. Diese hier. Gut, dann gehen wir jetzt mal hoch. Redstone. Sprinten, ja, mache ich schon die ganze Zeit. Skullstalker. Holen wir uns mal Nachrichten. Da ist auch was zum Einsammeln. Titelseite einer Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde, die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als
Wie ein Herumtreiber, zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lambs Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignete. Klingt ziemlich cool, das Raccoon, aber heißt übersetzt auch nur Waschbär, Waschbärstadt. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir von News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufrieden geben, dass sie... Was? Moment nochmal. Ach, das ist der ganze Satz hier oben. Wir von News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufrieden geben. Ja, die Patienten sich nicht mit dem... Okay, passt. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Frage gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite, die es nicht geben wird. Gibt es ja irgendeine Anspielung, aber wenn, dann verstehe ich sie nicht. Vielleicht muss man dazu auch mehr in der Resi-Welt drin sein, aber damit kann ich leider nicht dienen. Aber das wird sich ja vielleicht ändern. Dafür ist die Demo da. Okay, nicht lesbar. Gut, gehen wir mal raus. Draußen ist bestimmt Action. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Das Strom im Unterwerk, den Strom wiederherstellen. Ist das grünes Kraut? Sieht grün aus. Ist auch grünes Kraut. Und Schießpulver. Zweimal hier. Da werde ich die beiden auch gleich mal kombinieren. Einige Objekte können... Warum bewegt sich die Maus nicht? Können mit anderen Objekten kombiniert werden, um einen Platz im Inventar freizumachen oder auch um neue Objekte zu erschaffen. Verwenden Sie den Befehl plus kombinieren. Kombinieren damit mehr Schussmunition. Kombinieren damit... Grünes Heilkraut. Eine geringe Menge Gesundheit. Ich belasse es aber erstmal bei der geringen Menge. In der Demo von Teil 2 wäre es mir lieber gewesen, ich hätte die nicht kombiniert, aber so hätten wir auch weniger Platz gehabt. Aber noch haben wir genug Platz. Kann man das hier kaputt machen? Gibt es eigentlich einen Nahkampfangriff? Wie war der nochmal? Das sieht so auffällig aus. Moment. Vielleicht ist da was ganz Tolles drin. Vielleicht eine Schrotflinte. Steuerung, Tastenbelegung. Ach, wir haben noch gar kein Messer bekommen. Stimmt, das Messer haben wir auch erst später mit Leon bekommen. Aber hier müsste ja trotzdem sowas wie Nahkampf stehen. Hab ich's überlesen? Waffe ziehen, Angriff mit linker Maustaste, Waffen zielen, nachladen, interagieren, ausweichen. Munition wechseln, Waffe wechseln. Ich meine, das war mit F. Ausweichen. Ging das mit Leon auch schon so? Keine Ahnung, aber... Mal gucken. UBCS Kräuterfelternbuch. Hier beim UBCS brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemanden wollt, der eure WWchen wegküsst, versucht es woanders. Große Jungs mischen sich ihre Arznei selbst, also
hämmert euch diese Rezepte in den Schädel, wie die hier schreiben. Das sind alles so ganz coole Typen, die das schreiben, oder? Starke Mixtur. Grünes Kraut mal 2. Ultra stark ist grünes Kraut plus rotes Kraut oder grünes Kraut mal 3. Erste-Hilfe-Spray. Das könnt ihr nicht selbst herstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir uns ein Bier. Nee, danke. Lieber ein Glas Milch. Was klappert denn hier so? Ich verschwinde da jetzt keine Munition. Wenn es einen Nahkampfangriff gäbe, hätte ich jetzt draufgehauen. Ah, hier wieder unser Lager, aber da ist noch nichts drin. Hm. Hast du schon Kampfmesser? Moment. Na. Verstauen. Das heißt, denke ich, die 4. Ist das das Schnellwahlmenü? Ja, ich glaube schon. Ah, Moment. Ha! Das ist bestimmt so ein Sammelkram. Moment. Lag ich da richtig? Es war einfach zu auffällig markiert. Das ist in Spielen so. Ah ne, die 2 war es ja, die Pistole. Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Na, der lebt auch noch irgendwie. Da oben ist der Kopf von gerade eben, der Kleine. Kannst du mal aufhören, so rumzueiern mit deinem Kopf? Oh, cool, wie das aus der Wasser rausdunstet, rausraucht. Mündungsqualm. 3 Schüsse. Stehst du auch nochmal auf, so wie deine anderen Kollegen aus dem Vorgänger, aus der Vorgänger-Demo? Bestimmt. Ist doch der gleiche Kopf da. Die Musik dazu, cool. Moment, hier raschelt was. Ist bloß das Feuer, okay. Wir werden wohl über die Seitengasse gehen müssen. Ah, da müssen wir hin. Da sieht's nach Strom aus. Der Typ steht bestimmt auf, wenn wir hier in der Gasse sind, dann kommt er von hinten an. Hier schreit jemand, jetzt wäre wieder ein Schulterwechsel angebracht, das nervt schon etwas. Da steht jemand um die Ecke. Da auch noch. 3 Kopfschüsse in diesem Eimer fürs Erste. Schuss noch. Das ist ja auffällig. Bisher stehen die nicht wieder auf. Geht das in diesem Spiel gar nicht? Kommt bestimmt noch. Boah, wie cool das Licht hier reinscheint. Was für eine coole Frisur sie hat. Schon mitbekommen. Die Erklärung gab es im vorigen Teil nicht, also nehme ich mal an, gab es das auch nicht. Schaut mal, die kommen da nicht durch. Hihi. Raccoon Tunes. Waschbär. Wie? Hm, sieht so dick aus zum Aufschießen. Wenn wir jetzt an dem Zaun vorbeigehen, kommen die da bestimmt raus. Vielleicht auch nicht. Na, schaut mal. Hm, jetzt habe ich aber nicht die 4 ausgewählt. Geht das eigentlich auch? Ja, so. Sich das Fass messern. Schießpulver. Stehst du auf? Erstmal nicht. Das rote Fass steht nicht ohne Grund hier. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig.
Leck mich. Aber Jill ist nicht auf den Mund gefallen, das gefällt mir. Hey. Na, wollen wir mal auspusten, das Feuer. Das ist ja passend, dass genau neben dem Feuer ein Hydrant steht. Also braucht's noch Schraubenschlüssel und einen Schlauch. Geh nochmal auf, du. Wie der eine damit umfällt. Sparen wir mal etwas Munition. Gehen auch alle drei dazwischen? Davor? Nee. Am Ende ist der nicht mehr dazwischen. Wurde jetzt alle drei erledigt. Toll, da sind nochmal drei. Das kostet 9 Schuss. Noch haben wir genug. Wenn ich aber auch alle treffe. Das sieht so cool aus. Oh. Aber die scheinen nicht aufzustehen. Das kommt bestimmt noch. Da ist noch einer. Oh. Vielleicht lassen wir einen leben. Leben. Oh, der braucht 4? Der cheatet doch. Wenn irgendwas zum Einsammeln ist, dann rennen wir mal schnell hin und lassen die einfach leben. Oder geht's ja auch noch wohin? Oh gut, wir brauchen ja noch einen Schlauch. Geht's hier rein? Hier geht's schon mal nicht rüber. War da was? Ja. Schießpulver. Nein, ich bin vorbeigegangen, du Blödmann. Oh nein. Ekelhafter du. Also ich scheint noch flott zu laufen. Der 4. Schuss, der noch gebraucht wird bei ihr. Ich lasse die mal etwas hier hochkommen, dann biegen wir hier ab und dann gehen wir runter. Wer weiß, wie viel wir Land noch gebrauchen können, deswegen lasse ich die jetzt mal hier hochtapseln. Und wir gehen weiter. Nein, 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 nein. Okay, mehrere Wege. Im Zweifelsfall erstmal nach rechts. Oder? Oh, die haben das Interesse verloren, oder? Kommen einfach nicht hinterher, oder? Finden uns nicht wieder. Schmatzt hier jemand? Hier brennt's doch nicht, hier schmatzt doch irgendjemand. Sieht das nach Weiterkommen aus? Hier ist, glaube ich, Sackgasse, oder? Ich glaube, dahinter hockt noch jemand. Dahinter. Okay. Gucken, ob er auch gleich mit drauf geht, falls er noch drauf gehen kann. Ja. Der wäre wieder aufgestanden. Das war jetzt ziemlich laut, ob da ein paar andere ankommen. Und Frage? Nee. Frage beantwortet. Wenn man die... Wenn man die verbrennt, war meine Frage, geht dann auch das mögliche Zeug, was man plündern könnte, verloren? Nein, offenbar nicht. Dann muss ich... Ja, wir haben noch gesund. Trotz kleines Angriffs. Geht's wieder runter. Kurzer Weg. Müssen wir die Leiter erst runterfahren? Ja. Gut, dann machen wir das schon mal. Dann geht's hier hinten weiter. Wir brauchen noch was zum Hydranten betätigen, öffnen, benutzen, Schlauch, Schraubenschlüssel, sowas in der Art. Wenn hier nicht irgendwann mal jemand um die Ecke rennt von den Viechern. Kann man hier? Ja, kann man. Safe. Ja, wie der aus dem Vorgänger, den kriege ich bestimmt nicht geknackt.
wenn es nicht jetzt. Tagebuch des Drogeriebesitzers, oder vielleicht doch? 24. August. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder. Überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufer werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir diese Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich einen guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. 2. September. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination. Noch nicht einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aqua-Cure-Königin. Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. Kombination und Stichwort auch Aqua-Cure-Königin. Ist hier das Buch mit der Königin? Schießpulver. Hier kriegt man ja richtig Munition nachgeschmissen, habe ich das Gefühl. Upsa. Hier wäre auch wieder ein Schulterwechsel angebracht. Guten Tag. Bist du der Chef des Ladens gewesen? Schulterwechsel. Das sieht so cool aus, wenn es da aus der Pistole rausqualmt. Du ekelhafter du. Achso, hier wären wir auch rausgekommen. Moment. Der war doch gerade eben nicht hier, oder? Ich hab den doch nicht übersehen, oder? Nee. Das wäre mir aufgefallen. Wie kommt der jetzt hierher? Der ist Safe-Käufer. Er steht bestimmt noch auf, aber ich verschieße erstmal nichts. Ja, jetzt steht er auf. Oder der andere wieder. Zu spät gesehen. Du ekelhafter. Nummer 3. Wobei, es gab schon mehr. Steht er jetzt auch auf? Nee, noch nicht. Dann ist er einfach wieder aufgestanden. Ja, toll. Warnung, ich mampf mal. Ich wollte jetzt reingehen, ehe ich dann vielleicht irgendwie unter Hass zurückrennen muss und dann ist der da und dann haben wir noch ein Problem. Lieber das Problem jetzt beseitigen, denn zurück müssen wir auf jeden Fall, wir müssen hier zum Hydranten. Ist da liegt jetzt auch jemand? Unten ist ein rotes Fass. Was ist das denn da? Es leuchtet ja. Da steht einer, aber nur einer wäre eigentlich zu schade für das Fass. Ein zweiter auf unserer Seite. Ja, werden sie mir den Weg abschneiden. Hinten geht's weiter. Oh, hier ist noch einer. Da ist auch noch ein rotes Fass. Kommen Sie bitte mal in die Ecke. Na gut, dann rennen wir durch. Hier ist auch noch eine Gasse. Munition. Kann man immer gebrauchen. Wenn wir hier im Menü sind, ist Pause. Gut. So, für die drei würde sich das eigentlich schon lohnen. Oh, 4 auf einen Haufen, das wäre ja cool. Nein, 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 nein. Och, Mann. Das Spiel ist etwas träger, langsamer als zum Beispiel Dying Light. Da kann man nicht einfach kurz vor denen ausweichen. Das geht auch schief. Nein, für uns nicht. Vielleicht doch etwas. Gut, ich mampf ja schon. Aber 4 auf einen Schlag, das war es dann doch wert.
Auch wenn ein Kraut mir drauf ging. Hier geht's auch noch rein, Mann. Da hinten ist ein Laden. Ich bin gerade. Achso, hier war der Zaun. Oh, okay. Kann man hier auch noch durch? Oh Mann. Achso. Mit dem bloßen Kampfmesser wird das nichts. Da braucht es womöglich noch andere Ausrüstung. Da ist wieder so eine Kiste. Grünes Kraut. Sicher, sicher. Halt, das Messer nutzt sich auch ab, ne? Hä? Nee, das nicht? Das hat keine Lebensanzeige. In Teil 2 hat das eine Lebensanzeige. So, hinten haben wir die Pistolenmunition her. Gab es hier noch irgendwo was? Nö. Hier kann man auch noch rein. Die haben wir abgebrannt. Bleib schön liegen, ja. Wenn das Messer sich gar nicht abnutzt, dann kann man ja wunderschön das Messer die ganze Zeit benutzen, wenn die herumliegen. Mhm. Der würde auch stehen. Macht auch. Okay, ich will nicht wieder, dass er uns angrabbelt, deswegen gehe ich frühzeitig weg. Achso, auf der 2 ist die Pistole, ja, stimmt. 1, 2, 3. Er braucht trotzdem mindestens 3. Vielleicht hätte er sogar 4 gebraucht. Ja, steht nicht mehr auf. Da wärmt sich noch jemand die Pfoten. Den lassen wir aber erstmal stehen. Hauptsache, der kommt uns hier in dem engen Laden nicht entgegen. Hier war gerade jemand zu hören. War das ein Radio oder war das eine echte Person? Da ist was. Rotes Kraut. Und Moos. Da ist grünes Kraut. Ganz groß. Ach, schau mal. Hä? Wer? Moment. Nee, der will nicht. Was ich nicht verstehe. Warum? Das ist also seine Königin. Ruf mich an. Aber warum sind jetzt... Ist er nicht mal im Seinladen? Oder hat er 2 Läden? Warum ist jetzt in einem anderen Laden hier die Safe-Kombination eingekringelt? Muss doch irgendeinen Hintergrund geben. Umbrella. 918. Links, rechts, links. 918. Links, rechts, links. 918. Links, rechts, links. Einfach zu merken. 918 ist am schwierigsten. Was? Ach, hochwertiges Schießpulver? Ja, okay. Ich kombiniere mal das rote Kraut. Aber, noch nicht. Ist ja ein Pausenmenü gewissermaßen, das Inventar und dann kann ich dann in Ruhe dann überlegen, was ich wie mache. Auch wenn wir gerade mitten im Kampf sind oder fast abhauen müssen. Ich gehe jetzt erstmal zum Safe, damit ich die eine Sache abhaken kann. Steht der Typ jetzt auf? Ich kann ja das Messer benutzen. Er steht bestimmt nicht mehr auf. Hey, der will nicht mehr. Wie macht man das eigentlich beim Safe? Ja, 9 nach links, aber muss ich da jetzt die 9 auswählen, indem ich nach links klicke? Also die A-Taste? Ich weiß, das Ding dreht sich gerade nach rechts. 9. 1. 8. Also gehe ich mal wirklich mit der A-Taste dahin. 9, obwohl wir es gerade nach rechts drehen. Mist. Oder darf man nicht vorher auswählen? Muss man direkt dahin gehen? Mal gucken. Ich gehe jetzt
gewissermaßen nach rechts, aber drück die linke Taste, die A-Taste. 9, 1, 8. Okay, weiß ich Bescheid. Wenn nach links, wenn da links steht, Leuchtpunktvisier. Kann ich noch bestimmt mit der Pistole kombinieren. Wenn da links steht, dann muss ich einfach links A drücken. D steht für rechts. Gut. Kombination. Allerdings frage ich mich bei einem Third-Person-Spiel, wie man da mit so einem Visier arbeiten soll. Ah. Okay. Die Striche ziehen sich schneller zusammen. Man hat automatisch so einen roten Punkt. Was der da in seinem Safe lagert. Hat wohl das Geld in so einen Punktvisier investiert. Gut, dann können wir den Laden schon mal abschließen, das ist gut. Und den da hinten auch. Da hinten steht noch jemand am Feuer. Wenn es nicht weggegangen ist. Dann Donutladen oder erstmal das hier. Hab das Gefühl, Teil 3 spielt sich etwas, weil sich zum Beispiel auch das Messer nicht abnutzt, etwas actionlastiger. Ist nicht ganz so düster. Nicht ganz so auf. Oh, oh, Achtung, um jede Ecke könnte was lauern. An jeder Ecke könnte was lauern. Getrimmt? Nee, ist eher etwas mit. Du kannst hier mehr rumballern. Wir haben auch viel mehr Munition. Der klingt aber komisch. Hier haben wir auch noch aufstehen wollen. Messer nutzt sich nicht ab, ne? Ich guck dir lieber nochmal nach, ehe wir dann ein Problem haben. Hier ist niemand drin, da könnten wir. Aber Kette. Also könnten wir da rein. Ah, Feuerwehrschlauch. Fliegt hier einfach so rum. Jetzt fehlt nur noch ein. Schraubenschlüssel. Oh, hier passt kein Platz mehr. Geht's hier auch noch? Hier geht's auch noch weiter. Erstmal den Raum abklären. Erstmal die Waffe angucken, die wir jetzt eh nicht mitnehmen können. Ein Schirmchen könnten wir mitnehmen. Ein Umbrella. Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt, für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los Patronen holen. Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein. Da sollte sie vor Dieben sicher sein. Wenn alles den Bach runtergeht. Entschuldigung. Schneide die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir es alle heil überstehen. Schneide die Kette durch, ja, mit einem Kettenschneidgerät. Kettenschneidgerät, Bolzenschneider. Schießpulver, jetzt wird es wirklich langsam eng. Okay, ich kombiniere jetzt einfach mal das rote Kraut. Ach, nee, geht gar nicht. Gesundheit komplett wieder her. Machen wir so. Dann könnten wir zur Not einmal rot abgeben. Jetzt sammeln wir das ein und. Ach nee, das war ja das hochwertige Schießpulver. Stellt Flinte her. Ja, wir kommen aber gerade nicht an die Flinte ran. Ist hier vielleicht irgendwie so ein dicker Kasten zum Speichern? Nö. Zum Inventarzeug ablegen. Eine Handgranate. Okay, das Spiel ist wirklich actionlastiger als der Vorgänger. Handgranate. Draußen gibt es noch ein rotes Fass.
Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar Benutzen. Kampfmesser. Können wir knicken? Ist ja nur eine Kette. Können wir das Schloss vielleicht aufschießen? Ist kein Schloss dran? Da ist ein Karabiner, oder? Dann müsste ich ja mit der Waffe drüber gehen können. Sprich benutzen. Das geht natürlich nicht. Nehmen wir doch das rote Kraut dafür. Okay, es gibt ja noch ein paar andere Wege. Da finden wir vielleicht einen Bolzenschneider. Wir haben 66 Schuss. Und ich habe das Gefühl, die Zombies fressen auch nicht ganz so viele Schüsse wie im Vorgänger. Vielleicht ein, zwei Schüsse weniger. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Sieht ganz schön düster aus. Können wir das Licht anmachen? Moment. Das ging im Vorgänger an einigen Stellen. Hier noch nicht. Oh ja, Stifte. Eine Erste-Hilfe-Spray. Nein, bestimmt zum Tinte wegmachen. Wobei, dafür gibt es diesen Wischer da. Ist das ein Wischer oder ist das bloß ein Magnet? Ich glaube, das ist nur ein Magnet. Ah, noch mehr Sammelkram. Nee, ein Bericht. Kitebrows. Eisenbahnleitfaden. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenen Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Klitzekleines Handbuch. Da müsste man dann bestimmt rätseln, ob wir das noch machen müssen oder ob das dann für die Demo schon zu viel wäre. Mal gucken. Ja, kein Strom drauf. Hier ist zugestellt, da darf man nicht hin. Krasser Scheiß. Sehr gekonnt mit einem Stuhl zugestellt. Können wir nicht dran vorbei oder wegschieben. Okay, hier kommt man also hin, wenn der Strom wieder an ist. Aber ich schätze mal, das große Ziel ist Strom anmachen, dann ist es vorbei. Noch ein paar andere Möglichkeiten. Beim Donutladen. Das war ja bloß hier. Hier war noch. Ne, hier war keine Tür. War bloß eine Wand. Das war ja bloß das Stellwerk. Wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir liegen gelassen haben. Na, dann kann unsere Hoffnung bloß sein, da geht's weiter. Klar, wir haben schon den Schlauch, aber hier gibt's noch Kram. Ich würde gerne wieder die Schulter wechseln. Hier ist Musik an. Hat sich jemand übergeben, weil das Essen so schlecht war. Gut, der steht nicht auf was? Schießpulver? Ich habe doch nicht mehr genug Platz. Jetzt habe ich sogar... Moment. Jetzt habe ich sogar zu viele Schüsse sozusagen. Achso, wenn wir es wegwerfen, ist es ja für immer weg, ne? Das liegt ja nicht auf dem Boden, ist ja blöd. Naja. Jetzt kommt bestimmt gleich eine große Kiste. So, mitnehmen. Kombinieren damit. Kombinieren damit. Oh, zweiter Stapel. Okay, ein Stapel 60. Das haben wir im Vorgänger in der Demo nicht herausgefunden. Ich muss mehr Munition verballern. Haben wir im Vorgänger nicht herausgefunden, weil wir nicht so viel gefunden haben. Können wir die Musik ausmachen? Noch mehr Pistolenmunition. Der Scheiße, hier steht kein Radio auf dem Tisch. Aus dem Müllmer kommt's nicht. Ist doch bloß ein Gewürzregal oder so ein Kram. Hä, ist das hier eingebaut? Das muss auf jeden Fall hier in der Insel sein. Na egal, ist es das? Nee, ist bloß so ein Teewarmhalteding, oder? Na, schieße ich jetzt nicht drauf. Wir haben zwar genug, aber nee. Auch noch raus. Oh. Ach, hier sind wir angekommen. Das ist der Arsch aus dem Titelbildschirm. Okay, können wir hier abhauen? Scheiße, hier ging's raus. Aber wir sind nicht mehr so schnell, weil wir nicht mehr so schnell sind. Bist du deppert?
Ach du Scheiße, kann der auch hier ins Haus rein? Bitte nicht. Scheiße, er ist doch zu groß dafür, oder? Scheiße. Der kann hier wirklich rein. Ach du Kackdreck. Was? Wieso ist jetzt hier jemand? Mach die Tür auf, du Kackvieh. Nein, das wird nichts. Das geht sowas von schief. Jetzt kommt der Arsch an. Ja, das war's. Das habe ich in der Demo von Teil 2 nicht geschafft. Nein, müssen wir nochmal alles machen? Ich meine, da gibt's ja keinen Speichern. Hä, Speicherpunkt? Es gibt keinen. Nemesis, gewöhnliche Waffen richten. Gibt ja doch einen Speicherpunkt. Okay. Das Spiel lügt ja. Okay, ich mach die Tür da nicht auf. Das lasse ich sein. Das konnte ich aber vorher nicht wissen. Ich habe nicht F gedrückt. Okay, die Tür machen wir in den Bogen. Ich muss sie erst selbst öffnen. Ich kann da nicht einfach nur rangehen, dann geht das Ding auf. Buntes Kraut? Heißt auch verschlossen. Ein grünes Kraut. Da, schaut mal. Bolzenschneider. Cool. Kein Platz. Scheißdreck. Wir haben kein rotes Kraut mehr. Dann schmeiße ich den... Ah, wir bekommen gleich die Schrotflinte. Aber was mache ich denn? Das grüne Kraut weg. Wir sind gerade gesund. Dann lieber die Pistolenmunition weg, oder? Wir brauchen ja noch Flintenplatz und dann noch Platz für die Munition der Flinte. Dann fliegst du jetzt weg. Oder ist hier ein Kasten zum Speichern? Ja, oh. Gut. Verstauen. Ihr auch. Ihr seid einfach zu viel. Bolzenschneider, Flinte und dann noch Munition für die Flinte. Da kommst du auch mal rein. Der große Arsch kann also auch durch die kleinen Türen hier auch. Das ist ein Sicherheitsraum. Och, wie sie schon aussieht. Kasi war schon vorher etwas gekennzeichnet, aber da oben über der rechten Schläfe, der Fleck, war der schon? Die Jill. So, Schneider. Dann gleich mal ansetzen. Mal benutzen, da müsst ihr vor Interaktionsmenü sein. Ja gut, der Bolzen ist auch ziemlich dick, also für eine Kette reicht's, aber das Ding ist ja ein paar Zentimeter dick. Das ist, glaube ich, zu viel. Ich wieder bloß untersuchen, kombinieren, wegwerfen. Wenn ich auf Untersuchen gehe, Werkzeug zum Durchtrennen von Ketten, Kabeln etc. etc. Klebt das Ding zu sehr in der Ecke. Aber jetzt überall Zombies standen. Als der blöde Typ aufkam. So, da oben war die Schrotflinte drin. Da war eine Kette und kein dicker Bolzen. So, hier kann man nämlich interagieren. Zack. M3-Flinte. 4 Schuss schon automatisch dabei. Das war die Handgranate. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben bloß 4 Schuss. Ich probiere es mal. Okay, ich lasse es. 1 Schuss. Vielleicht brauchen wir dafür 2, aber ich kann es mir jetzt nicht mehr vorstellen. Wir haben nur noch 3 Schuss. Nee. Dann halt nicht. Ihr rüttelt der blöde Hans schon, oder wie der Nemesis? Draußen sind wilde Geräusche zu hören. Oh, nö.
Der wurde bestimmt durch das Bekommen der Schrotflinte ausgelöst, dass er jetzt losläuft. Scheiße, der erste Schuss daneben. Abgesehen von der Hektik vorhin. Dem fehlt ja schon was. Wir kommen nicht an dem Nemesis vorbei, denn der lauert da, wo wir eh vorbei müssen. Egal, ob ich jetzt den langen Weg gehe oder den kurzen. Ja, werden wir es zum Hallen, aber na gut, wenn... Hier ist ja Pause, stimmt. Soll ich aber eher die Schrotflinte weglegen und das Kraut holen? Boah, ich kann da keine Schrotflinte weglegen. Da wir uns eh nicht lange... Da ich annehme, dass wir uns eh nicht so schnell wiedersehen, gönnen wir uns das mal. Nein, da gibt leider nichts her. Hier ist noch jemand. Kommt noch jemand an. Komm, auf die Treppe umschießen. Arsch unten. Batz. Wir haben genug Munition, das sage ich jetzt noch. Wenn die nochmal so zucken, stehen die auf jeden Fall nochmal auf. Aber das Messer nutzt sich einfach nicht ab. Halt, was du. Wenn wir weitergehen, kommt das Vieh doch bloß von hinten an und bereitet uns irgendwann Probleme. Deswegen lieber tot machen. Ich werde gegen den Dicken nicht kämpfen, weil... Ah! Ja, so viel zu beseitigen, bevor uns das mal im Rücken fällt. Hier klopft jemand. Nee, nicht die Waffe. Nee. Ach so, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Hä? Da ist ein Zombie und wir können nicht zurückklopfen oder die Tür in die andere Richtung aufmachen. So wieder so ein Zwei-Seiten-Scharnier. Okay, da muss man dann über das Restaurant da zu dem Typen kommen. Oder da bricht noch jemand durch die Tür, aber ich glaube es jetzt so schnell nicht. Dann ist der Weg jetzt vielleicht versperrt. Dann käme man gar nicht mehr zum Safe zurück. Na, zum Glück haben wir das vorher gemacht. Na gut, dann bleibt uns ja nur noch übrig, hier durch die Kacktür zu gehen. Und dann schnell zum Hydrantenschlauch anbringen und brauchen eigentlich noch einen Schraubenschlüssel. Platz da. Platz. Scheiße. Nein! Nicht anfassen. Also schneller rennen oder... Rennen oder ausweichen? Der ist hier gesperrt durch das Blümchen. Okay, ausweichen, da haben wir eine kleine Pause drin. Nein! Bist du bescheuert oder was? Guten Tag. Nein. Der Arsch kann sich irgendwie teleportieren. Hier drüben ist sick. Hier ist nämlich ein Feuer. Ach nee, ich muss ja F drücken. Nicht Feuer heiß. Achtung. Benutzen. Den Strom im Unterwerk wieder anschalten. Ich glaube, hier ist sick. Hier ist wirklich sick, oder? Das wäre ja auch Quatsch. Ich meine, der Typ kann in Häuser rein, aber an so einem kleinen publischen Zaun nicht. Naja, will mich nicht beschweren. Auch cool, dass man an ihr erkennt, wie viel Gesundheit man gerade hat. Also schon nicht mehr ganz so fit, weil sie sich... Die kommen ja nicht rein, okay. Weil sie sich schon mit der Hand hält. Wow! Ich glaube, das wird nix. Danke fürs Spielen und er hat uns noch einen Stirb auf die Reise gegeben. Habt ihr den Schlauch da gesehen?
Pistole gegen diesen Überhans, der bestimmt nicht so einfach klein zu bekommen ist. Gab's jetzt wirklich schon 20 Figuren? Oh. Oh. Ein Tod und in unter 49 Minuten. Okay. Actionlastiger, ja, und ging auch schneller als die Demo von Teil 2 vorbei. Stop and do what? I got your back. Go. Go! Glock sticky. You better hurry. Sorry. Look out! Let's do this. Der eine Polizist aus Teil 2 war doch da dabei. Nein. Das war also die Demo von Resident Evil 3. Hat's euch gefallen? Freut mich erstmal, dass die Demo von Teil 2 bei euch so gut ankam. Und ich muss sagen, ich bin schon ziemlich angefixt. Ich mag ja so Spiele, klar, wo du untersuchen, rätseln, schießen kannst. Dazu noch mit Zwischensequenzen gepaart. Also Zwischensequenzen sind was ganz was Feines. Ist auch schön, wenn ein Spiel ohne auskommt, aber ich mag beide Arten von Spielen. Und ja, wenn wir hier Resident Evil anfangen, dann aber mit Teil 1, denn wir wollen schon von vorne anfangen. Wenn schon, denn schon. Immerhin wird da vielleicht was erklärt, was ich wissen müsste. Und wenn ich schon eine Serie anfange, dann schon bei Teil 1. Und dafür gibt's ja auch eine aufpolierte Version. Wenn auch nicht so wie diese beiden hier, also Teil 2 und Teil 3. Das ist eher noch relativ klassisch gehalten, so wie früher, aber so mit fester Kamera ist gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, wenn, dann fangen wir mit Teil 1 an und ich denke mal, das wird so kommen. Irgendwann. Weiß noch nicht wann, irgendwann. Kommt auf jeden Fall auf die Liste der noch zu spielenden Spieler. Resident Evil. Ich glaube, Remastered heißt der erste Teil und jetzt eben hier 2 Remake und 3 Remake. Also, ich hoffe, euch hat's hier auch wieder gefallen bei Teil 3 und wir sehen uns dann einfach an anderer Stelle wieder, wenn es mit Resi hier losgeht oder zwischendurch vielleicht noch das ein oder andere Spiel. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.